Hallo Leute, hier ist Taro 1992 und Dr. Faustus Refree. Und wir begrüßen euch recht herzlich zum offiziellen deutschen Kamen Rider Revised Podcast. Und diesmal Folge 36, also für uns beide ein weiteres Highlight. Ja, es ist einiges passiert in der Folge. Gut, jetzt auch nicht zu viel, aber ja, doch. Es war schon echt interessant. Ja, wir fangen damit an, wir haben wieder Nachrichten an so einem großen Fernseher und der erzählt halt, dass es jetzt so eine Art Impfzentren gibt von Fenix. Das ist die letzte wo sich Leute ihre Dämonen schon mal vorher im Vorwege rausstempeln können. Ja, genau. Ich meine, das Ganze jetzt vom Fenix-Chef hier in die Wege geleitet wurden. Der ja sowieso dafür ist, dass die Menschheit sich Gifu ergibt. Daichi überwacht das Ganze und scheint ja, damit auch okay zu sein. Das verstehe ich sowieso auch nicht mehr. Das muss ja, also der Fenix, also eigentlich müssen ja alle denken, der Fenix-Chef ist tot, außer Daichi. Ja, das denkt man, also er wird das natürlich im Hintergrund wahrscheinlich inszeniert haben. Also ich denke mal, vor der Öffentlichkeit wird er immer noch so tun, als ob er tot wäre und sich nicht mehr zeigen. Wird sich Daichi nicht wundern, warum mache ich das hier gerade? Ich dachte, der Typ ist böse. Warum lasse ich jetzt gerade Dämonen entfernen? Ich glaube, Daichi hat aufgegeben. Ach, meinst du? Hat auf mich so den Eindruck gemacht, dass Daichi selbst nicht mehr glaubt, dass man Gifu-sama besiegen kann. Na gut, gehen wir gleich weiter. Ich finde interessant, dass jetzt Fenix, wie es scheint, so extra Fenix-Stempel für diesen Zweck hat. Es war irgendwie ein bisschen doof, dass man nicht richtig gesehen hat, wo die hin sind, die Dämonen. Es ist nur ganz kurz. Irgendwie die Stempel und dann geht der in den Stempel rein. Ja, genau. Und wie es scheint, für die meisten Menschen scheinen als Dämon Gifu Juniors zu haben. Die siehst du mal ganz kurz, also, dass da so ein Gifu Junior reingeschlürft wird. Ich frage mich auch, ob das einfach an der Art des Stempels liegt oder haben die halt wirklich kein Potenzial für mehr? Ich kann mir vorstellen, dass die Potenzial für mehr haben, wenn die einen richtigen Stempel dann drauf. Ich habe dir doch mal gesagt, dass ich finde, dass viele dieser Dämonen aussehen, als ob die ein Kostüm übergezogen kriegen. Ja, genau. Und ich glaube, dass von den normalen, orthonormalen Menschen halt tatsächlich alles nur Gifu Juniors sind. Die halt dann erst mit einem V-Stamp stärker werden. Ja, genau, das denke ich auch. Naja, und genau, wir kriegen ja sehen, halt Daichi, der ist überwacht und wir kriegen ja nochmal eine Rückblende vom letzten Mal. Beziehungsweise eine Fortsetzung davon. Wir haben ja am Ende gesehen, dass hier Daichi da immer noch kaputt da liegt, weil der nutzlose Weekend-Junge oder Ikaru, der hat ja alle gerettet, außer Daichi, den hat er nicht mitgenommen. Und dann kam nochmal der Fenix-Leiter auf ihn zu. Und jetzt sehen wir noch, dass es ein kleines Gespräch zwischen den beiden gab. Oder ein Gespräch. Daichi hat nicht geantwortet, aber wurde halt nur von ihm zugetextet und da meint der Fenix halt nochmal wirklich, dass er halt die Menschheit retten möchte, aber dass halt eben auch, dass ja, Gifu-sama halt zu mächtig ist und halt eben keine andere Möglichkeit sah, außer halt Gifu-sama die Treue zu schwören. Tja, wir haben von ihm keine Antwort gekriegt, also. Genau, wie sagt er, dass Daichi jetzt hier mitmacht und das zeigt man eigentlich, also er macht jetzt genau hier das, was der Fenix-Leiter möchte und deswegen finde ich, dass es für mich sehr deutlich ist, dass Daichi halt eben aufgegeben hat oder dass er vielleicht selbst gerade nicht weiß, ob es überhaupt wirklich eine Möglichkeit gibt, was gegen Gifu zu machen. Eigentlich schade, ne? Dabei war er noch so auf Gerechtigkeit die letzte Folge. Es gibt nochmal so ein kleines, also wir sind erstmal wieder bei Weekend und es gibt dann wieder, also die gucken sich auch diese Nachrichten an und da wird auch erzählt, dass halt noch nicht viele Leute in diese, wenn es so weiter, Impfzentren gehen. Also ja. Sind noch nicht so viele von überzeugt, aber manche machen es halt eben schon mal. Ja, da kommt Tamaki rein und Tamaki macht den Tamaki. Er möchte jetzt Weekend beitreten, damit er. Tamaki, sie heißt Hanna. Jetzt reg dich mal ab, ja? Ja, das hat mich ja auch
ein bisschen getriggert, weil er nennt sie, also er versucht es ja nicht mal, sie Hannah zu nennen, er nennt sie die ganze Zeit Aguilera. Er ist halt immer noch in diesem, ein bisschen diesen gleichen Film gefangen, wie als er Junior damals war. Also er hat einfach hier die Aguilera und die betet er halt an und für mehr scheint er halt eben nicht zu leben. Ja, wo ich aussitze und mir denke, Tamaki, sei mir nicht böse, ne? Du kannst nichts. Das wird ihm sogar gesagt. Weekend-Mutter sagt ihm das sogar. Ja, genau, die hier übrigens auch mal wieder als Statistin mit rumstehen darf. Oder Ja, gut, und sie hat sogar einen Satz hier oder glaube ich später sogar nochmal. Also sie hat in der Folge mal wieder zwei, drei Sätze und darf auch wieder hier dabei sein. ich finde übrigens schön, sie sagt ja, du hast keine Kräfte, hat Aguilera aber auch nicht. Und er grinst dabei. So wächst bei der Reaktion von Hannah. Das hat mir nicht gefallen. Ja, genau, sie guckt da ein bisschen beschämt, würde ich sagen, zu Boden. Ich glaube, dass so ihr Gedanke in dem Moment war aber auch, dass er halt recht hat und dass sie darum halt so ein bisschen, ja, das ein bisschen niedergeschlagen hat. Übrigens, hier der belanglose Weekend-Junge hier, der korrigiert dann Overton. halt Tamaki, beziehungsweise sagt hier, dass ihr Name Hanna ist. Natsuki Hanna. Ja. Also meine Güte, so schwierig. Also die ist jetzt schon ein paar Folgen mehr und ich glaube, ihm wurde das echt schon ein paar Mal jetzt schon gesagt. Gott, ich muss aber sagen, wie hübsch Hannah ist. Das Kleid ist super. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall wird Gut. ihm dann gesagt, so ja hier, damit du zu Weekend musst, musst du natürlich hier so Trials machen und dich einen Test unterziehen. Hat ja, muss ja Sakura ja auch. Oder habe ich erst Es gedacht, ist so sogar geil. erwähnt, dass ein extremer Test ist. Und habe ich erst gedacht, so geil, kommen jetzt Leute verprügeln Tamaki? Nein, leider nicht. Ja, nee, das war ja quasi das was bei Sakura damals wir gesehen haben, wo die halt gegen diese Maskenmenschen da kämpfen musste und dann wurde sie bei Weekend aufgenommen. ja, nee, wir werden es in der Folge noch sehen. Tamagis Prüfung sieht ein bisschen anders aus. Und übrigens, er erwähnt das übrigens auch wieder, ne? Er sagt auch, aber da muss die Aguilera auch machen, die Prüfung, ne? Ja, Tamaki hat die Schnauze. Genau. Also meine Güte. Und er Ja, macht so viel Sinn. ich fand Tamaki hier ein bisschen echt unausstehlich. Das Ding ist auch, ich weiß, dass Hanna als Aguilera immer zu ihm gesagt hat, er soll smilen, ja. Aber hier ist das Problem, so wie er grinst, das kann aggressiv machen, so wie er das macht, gerade weil es so extrem gekünstelt auch ist. Ja, genau, das stimmt. Dass er dann auch gleich wieder sagt, hier, aber ja, ich darf hier nicht bei Weekend sein, aber hier Hannah, also wieder so, bleib doch mal bei dir. Es ist wie immer so Leute, die irgendwie die Schuld irgendwie auf andere schieben oder dann so sagen, hier, der und der hat das aber auch gesagt und nee, bleib doch mal bei dir. Ja, also meine Güte. Also ich weiß nicht, Tatamaki ist gerade so ein Punkt, also gefällt mir aktuell auch ähnlich, wie der gerade abgeht. Also meine Güte. Kann er nicht einfach, wenn er jetzt auch noch bei Weekend ist, werden wir den öfter sehen. Ja, wobei man sagen muss, Weekend sind ja aktuell die Guten halt hier. Ja, gut. Das hat sich ja mittlerweile so entwickelt. Naja, es ist auch, ja gut, ist dann also auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall meint er so Es ja wird dann, halt noch erwähnt, dass halt die Bevölkerung aufhalten sollten, diese Impfzentren aufzusuchen. Wo man ja eigentlich denken müsste, es ist gut, wenn die Dämonen raus sind, aber wenn Fenix das dafür macht, dann ist es wahrscheinlich nichts Gutes. Ja, also es ist ein komischer Unterton, gerade zu Zeiten von Corona, wenn, ich meine, man kann es hier ein bisschen mit assoziieren. Weiß, man kann jetzt sagen, hier wird ein bisschen zu viel rein interpretiert, aber dass es hier solche Zentren jetzt gibt, wo den Leuten, gut, die werden hier gestempelt, ne, wo den Leuten aber gesagt wird von einer größeren Organisation, ja, das ist was Gutes, macht das, das hilft euch. Und wir wissen eigentlich, nee, das ist eigentlich was Schlechtes und unsere Helden versuchen jetzt, die davon abzuhalten. Also man kann da schon einen sehr krassen Impfgegnerbezug hinein interpretieren, wenn man Wenn möchte. man will. Weil Wenn die man möchte, Japaner ne? sind, Wir wissen jetzt die nicht, Japaner sind, wie. die Japaner sind ja gar nicht so. Die haben sich ja fast alle auf Schlag impfen lassen. Da muss ich sagen, da weiß ich gar nicht, wie sich das dort Ja, verhält. nee, So. Japaner sind intelligent. Die gehen nicht auf die Straße und rufen, wir werden geimpft und dann kriegen wir keine Kinder mehr und mein Kind schützt Liebe und was es da Okay, alles wie gibt. gesagt, wenn du sagst, das ist so, dann glaube ich dir das auf jeden Fall. Ich kann dazu jetzt nichts sagen, weil ich mich dazu zu den Zuständen, auch was Corona allgemein so in Japan angeht, nicht wirklich informiert habe. Nee, die waren doch auch sehr streng und haben auch recht lange ihre Grenzen dicht gehabt.
Ja, das stimmt. Da kannst du erst jetzt seit diesem Jahr oder so wieder hin, ne? Ja, aber auch nur, wenn du hier unter gewissen Umständen, ne? Na gut, also ist vielleicht kann nur Zufall sein, ne? Das wie gesagt, vielleicht sieht man da wieder oder kann man da wieder ein bisschen mehr rein interpretieren, als eigentlich ist. Es war mir halt bloß so aufgefallen, dass es für mich so ein bisschen diesen Unterton hatte während des Schauens. Aber da Ja. kann auch alles nur Zufall Weiß sein. hat einen, oder nicht vergessen, Weiß hat einen Mundschutz auf. Ja, genau, stimmt. Was das bestimmt auch mit daran angelehnt ist. Oder wir meine, wissen, wie Vale ohne Mundschutz aussieht. Oder wie Vale sein Maul da aussieht. Und wenn das bei Weiß auch so aussehen würde, glaube ich, dass das vielleicht den Kindern in Japan ein bisschen zu viel Angst machen würde, wenn das der Held der Geschichte ist. Ja, das stimmt. Ich habe mal nachgeguckt übrigens, also in Japan hatten die schon nach kurzer Zeit 81% vollständig geimpft. Und wir in Deutschland haben jetzt gerade mal 77,5. Ja, na gut, okay. Es hat lange, gut, hat uns wesentlich länger gedauert, aber ist ja Man trotzdem muss immer einfach noch sagen, zu in viel. Japan leben auch viel mehr Menschen, ne? In Japan leben ja nur in Tokio leben ja, in Japan leben ja, wie viele Menschen leben da? Weiß ich, über 300 Millionen? Japan? Ja, allein in Tokio und Umgebung leben 80 Millionen. Kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen. Genau, meine ich doch, 125 Millionen leben in Japan. Okay, also ein paar mehr als in Ja, als in aber auf einer wesentlich kleineren Fläche. Ah, genau, okay. Gut, das Weil stimmt. Japan ist nicht groß, ne? Ja, okay, gut, das stimmt. Deswegen, also die leben da schon eng an eng. Na gut, auf jeden Fall haben wir das und auf jeden Fall meint ja dann der, meint ja der alte Kari, sagt, ich weiß, dass ich habe ein schlechtes Gefühl, hier Sakura, geh mal auf Patrouille. Und Hana kommt natürlich gleich mit. Und Genau, wo ja auch Tamaki sagt, ja, das ist gefährlich und sie dann so, ach, also ich habe, also ich, da stand was, ich sag, für mich hat sie gesagt, halt's Maul. ja, für mich auch. Ja, weil ich denke, sie hat jetzt Sakura dabei, was möchtest du? Ja gut, die beiden gehen dann halt zusammen. Danach gibt es einen Cut. Also wir sind immer noch wieder bei dieser Nachrichtensendung, aber wir sind jetzt beim Happy Spa, wo die verfolgt wird, und zwar von Iki und seiner Mutter. Ja, und ich fand witzig, da wird Bezug genommen. Das war ganz am Anfang von der Serie. War das Folge 2, 3 oder so, wo diese Leute kamen, die das Happy Spa kaufen wollten? Ja, genau. Wo der Fahrer Ja, noch hier das Happy Spa fast weggegeben hätte und davon aufgehalten werden musste. ja. Und ich denke so, weil da wird Bezug genommen, dass die ja jetzt auch da irgendwie diese Dämonen-Rausziehsachen da irgendwie investieren und halt, so irgendwie fand ich ganz interessant, dass man nochmal darauf Bezug genommen hat. Genau, das zeigt eigentlich wieder von ganz gutem Storytelling, wie ich finde, dass die Serie halt nicht das vergisst, was sie aufgebaut hat. Hoffe ich zumindest. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass jetzt die Story mit Iki und er verliert seine Erinnerungen, dass das jetzt die letzten Folgen gar nicht mehr erwähnt wurde. Das war so irgendwie so ein bisschen meine Bedenken, dass das irgendwie wieder fallen gelassen wird und das dann irgendwie nichts ist. Aber gut, spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Ja, Da haben wir noch so ein älteres Pärchen, was gerade aus dem Happy Spa ja, baden war, geht und die meinen halt, sie würden halt morgen in so ein Impfzentrum gehen. ja und dann irgendwie und dann dann ziehen die da, wo die nicht, was ich ja verstanden habe, gibt es jetzt extra Gebäude für Leute, die nicht die sich ihren Dämon rausgezogen haben? Die sagen ja, dann steht ja, wir move out und dann denke ich, okay, also die ziehen da hin. Warte, muss ich mal gucken. Nö, ich glaube, die haben bloß gesagt, die gehen an dieses Impfzentrum, oder? Ja, nö, das ist mir. Nein, die sagen aber doch hier, warte. Warte mal, wo war das? Hier, die sagen thank you for everything. Und dann we are going to stamp tomorrow and move there. Und dann sagen die auch, und dann sagen die noch danach, dass sie eigentlich gar nicht wegziehen wollen. We don't want to move there, but. So mal. Ich spule mal auf 220. Ja, bin ich gerade. Okay, na ja gut, wird dann wohl so sein. Das hatte ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Ich dachte, es bezog sich wirklich bloß auf dieses, sich diesen Dämon ausstempeln gehen lassen. Ja, nee, ich denke, das hat, muss auch was mit dieser komischen Agentur da zu tun haben, die ja noch, ja, wie gesagt, das Happy Spa ursprünglich mal kaufen wollten.
Na gut, das wird sich dann wahrscheinlich die nächsten Kann das Folgen im dann zeigen. Plan, kann das im Plan dann noch mit reinspielen, wenn die dann alle nicht gestempelten auf einen Ort versammeln von Fenix? Wer weiß das schon? Möglich. Also ich sehe da jetzt nicht, was für einen Sinn das haben sollte, aber wird sich vielleicht klären. Naja, gut. Naja, also, und diese beiden, die waren wohl öfter dabei, aber hey, wir haben George kommt an und zwar mit ganz schön viel Gepäck und naja, wir wissen ja, die Fenix-Basis ist abgestürzt. Das heißt, er braucht jetzt. Aber irgendwie finde ich das muss ja irgendwie, was soll das für einen Sinn haben, wenn die Leute sich einen Dämon rausstempeln lassen? Warum sollen die nicht einfach wieder nach Hause gehen können? Warum sollten die in extra Gebäude dann wohnen? Also irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ja, Gott, und George kommt dann und sagt ihr so, ja, die Fenix-Basis ist kaputt und ich muss ja irgendwo noch forschen. Und habt ihr noch Das ein paar. muss das Happy Spa sein. Es gibt keinen besseren Ort dafür als das Happy Spa. Ich habe mich Nicht so mal gefragt. bei Weekend da unten. Was ich mich. Ja, gut, dass er vielleicht mit Weekend nicht unbedingt was zu tun haben will, aber was ich mich gefragt habe, hat er kein Zuhause? Hat er da oben gewohnt? Gut möglich, ne? Also scheinbar bei sich zu Hause kann er ja dann scheinbar nicht forschen, weil warum auch immer aus Gründen. Der hat seine gesamte, das sehen wir nachher noch, der hat seine Sammlung mitgenommen. Ja, genau. Also die muss er noch, also die hat er vom Helicarrier noch runtergeschafft. Irgendwie, wobei ich mich gefragt habe, ist das wirklich eine Sammlung oder sind das vielleicht Ryderbells, die er nachgebildet hat? Die man Ja. benutzen kann, vielleicht auch. Gegenfrage, das wäre ja wohl auch kein. Naja, ich meine, das sind Actionfiguren, also wahrscheinlich wirst du da die Bells auch kaufen können. Ja, gut, okay. Ich dachte mir, In boah, wie welcher krass wäre es. Continuity, in welcher, wie soll er denn den Kuga-Belt dran gekommen sein? Ja, wie gesagt, ich denke, wie gesagt, also, ich hatte so die Möglichkeit beantragt, dass er die, wie gesagt, selbst gebaut hat, ne? Weiß ja, ob man, ja, aber er hat ja auch Actionfiguren, also das wird er sich schon kaufen. Die Actionfiguren wird er wohl kaum selbst gemacht haben. Nee, aber bei den Bells meine ich, dass er die vielleicht selbst gebaut hat und dass man sich vielleicht damit vielleicht wirklich verwandeln kann in die Rider. Das glaube ich irgendwie nicht. Das heißt, er müsste ja auch die Kraft von dem Rider da irgendwie drin haben. Wenn er seine eigene Technik da irgendwie benutzt. Dann sind es V-Stamps. Aber nehmen wir doch mal an, wenn er so ein Agito-Belt hat, der mit dem V-Stamp funktioniert, aber der dich dann wirklich in Agito verwandeln lässt. Ob George sowas hinkriegen könnte? Nee, das Ding ist halt, George Teile funktionieren immer nur mit Tieren. Es gibt ja einen O-3-Stamp, aber der ist mit Bison. Mit Agitus, Ja, nein, Agitus Triceratops. Das heißt, er ist ein Triceratops am Ende. Ja, Ich gut, hätte wird nicht auch. so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, weil du brauchst ja auch gerade bei den Rider mit einem Gimmick. Sagen wir mal, er baut sich einen. Sagen wir mal, er baut sich einen Zico-Driver nach. Wo kriegt er die Rider-Watches her? Er muss die Kräfte. Moment, vergessen Zio. Zio hat eh keine Logik. Es gibt auch Grand Zio, obwohl er keine Kräfte mehr von den Ridern Ja, hat. genau. Nee, was anderes. Nehmen wir Zero One, der müsste Progress Keys irgendwie nachbauen. Ohne Zero One Technik. Ja. Und bei Saber wird es noch viel witziger, weil die Bücher aus einer Fantasy-Welt kommen. Ja, gut, okay. Das sind, ich denke, was da auf jeden Fall hängt, sind Complete Selection Modification Belts. Ganz Okay, random. ja, na Na gut. gut, aber da kommen wir nochmal zu. Auf jeden Fall sagt George, kommt rein, hat wie scheint kein Zuhause, hat wahrscheinlich bei Fenix gewohnt. Und jetzt nistet er sich dann halt bei den Igarashis ein. Da Genau. die, da die, weil der, ist aber auch süß, wie die Mutter noch so sagt, ja, wir haben aktuell eh nicht viele Kunden, also rein da. Vor allem jetzt wohnt George im Happy Spa einfach, während Tamaki jetzt zu Weekend dann rüber ist. Naja. Was ich auch einfach witzig finde, ich hoffe, George bezahlt zumindest ein bisschen Miete. Ja, oder macht sich nützlich, also irgendwann ein bisschen putzen oder so. Naja, nächste Szene sind wir halt Hanna und Sakura dann auf Patrouille. Und wir hören dann, und da, es ist natürlich so, dass wir lauter Leute hören, die da rumlaufen und dann sich über die aktuellen Geschehnisse unterhalten. Ja, manche nehmen es halt eben noch gar nicht ernst. Sie haben das so gar nicht richtig so alles realisiert und mitbekommen, was da los ist. Das merkt Sakura auch an. Naja, und. Na gut, aber was willst du machen, da wenn jetzt irgend, also na klar, bei dem, was da jetzt vorgefallen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt einige das wirklich erstmal noch nicht für voll nehmen. Na, wo, ich frage mich sowieso mal bei so einer Sache, das ist eine Stadt, in der regelmäßig Monster auftauchen.
Ja, gut, aber trotzdem geht das Leben der Leute erstmal ganz normal weiter. Na, jetzt ist dann ja irgendwas Großes angekündigt worden, was quasi deren ganzes Leben ja verändern soll. Und sowas wollen eben Menschen nicht vom einen Moment auf den anderen wahrhaben. War ja quasi hier mit Corona so etwa die gleiche Situation. Gut, Corona war jetzt nicht so übermäßig dramatisch, aber auch da gab es ja viele, Und die das nicht ernst. für manche Menschen war das so übermäßig dramatisch. Die vergessen hier, wenn es flächendeckend 5G gibt, dann zünden die Mikroroboter in unserem Blut. Ja, genau, aber wie gesagt, manche haben es eben auch gar nicht vollgenommen oder hat sich jetzt gar nichts wirklich interessiert, eben bis heute sogar. Du sagst, es ist wirklich schon so ein bisschen mit der Situation gleichzusetzen. Naja, auf jeden Fall taucht wie aus dem Nix Vale auf. Genau, der jetzt Sakura töten will. Ja, ich finde super, wie sie ihn einfach nur Vale ist der Stalker von ihrem Vater. Das ist ja auch wirklich so. Ja, genau. Naja, der will halt wissen, wo der Vater ist, ist ja ganz klar. Und wir kriegen dann eine kurze Actionsequenz mit Jan und Vale, aber ist auch hier so, Vale hat auch die Kräfte von denen wie Stamps. Er benutzt auch Kujaku an einer Stelle. Genau, die Action-Szene ist echt gut wieder. War schön. Aber leider ist halt Sakura eben unterlegen, weil wie gesagt, Vale eben auch schon von den V-Stamps von ihr halt die Kräfte hat. Sehr, sehr, sehr ungünstig. Hanna versucht zu helfen und schießt von der Seitenlinie. Mein erster Gedanke war, womit hat die jetzt geschossen? Weil ein Gandalf, das ist ein Phoenix-Ding, die hat einen echten Revolver. Ja, genau. Davon, wo halt eben besitzen als Mitglied von Weekend, ist halt vielleicht sogar auch logisch, wenn du zu so einer Organisation gehörst, dass du auch eine Waffe bekommst, wird wahrscheinlich unregistriert sein, also ohne Seriennummer, weil so eben, ich glaube nicht, dass Weekend so eine staatlich anerkannte Organisation ist, deswegen werden die Waffen auch arg illegal sein, aber ja, da die ja sowieso bloß für das Gute kämpfen, denke ich, ist das schon okay. es gibt da eine Stelle, wo er dann Sakura zu ihr sagt, sie soll wegrennen. Du merkst auch, eigentlich will sie nicht. Nee, das stimmt. Da hat sie sich, ich meine, sie tut es dann trotzdem, aber sie hat sich ganz kurz, ja, geweigert. Man hat gemerkt, sie ist ja wirklich unangenehm. Dann sieht er eben Vale, dass Hannah wegrennt. Oh, Dann das hat er, steht. also nicht gegen Wähler, ich fand die Stelle gut, wo er zu ihr gesagt hat, ah. Sie ist deine Schwäche, ja? Ja, genau. Dann schlägt er Sakura noch nieder und holte noch Hannah schnell ein. Oh, Ja, ja. und Hannah ist also, er ist sehr schnell und sagt, die Schüsse von Hannah bringen nichts und das Naja, Ding scheint. sie konnte noch zweimal auf ihn schießen, dann war auch Munition out bei ihrem Revolver. Es ist, glaube ich, so geil, es gibt doch diese extra kleinen, so Frauenrevolver. Die in die Handtasche packen. Genau, und die müssten, also der hatte, müsste 4 Schuss fassen. Ich glaube, es kommt hin. Sie hat vorher zweimal auf Vale geschossen, jetzt zweimal. Also Schön, könnte gut hinkommen. wenn man mitzählt, weil es gibt auch Actionfilme, die, keine Ahnung, da kann eine Waffe 80 Mal schießen, obwohl die nur 40 Schuss hat oder so. Ja, genau. Erinnert mich an eine Szene aus dem ersten Hellboy-Film, wo man an einer Stelle sieht, wo Hellboy seinen Revolver lädt und also du siehst die ganz deutlich die Trommel und dass da halt nur 4 Patronen reinpassen. Trotzdem konnte er in der ersten Action-Szene 6 Mal hintereinander schießen, ehe er nachladen musste. Ja, Ja, sowas kommt halt vor. naja. Auf jeden Fall denkt jetzt, auf jeden Fall will er ja sich dann Hanna schnappen, aber ach ja, Tamaki denkt sich, oh ja, ich tackle ihn und das hilft bestimmt. Nein, tut's nicht. Das ist, als ob er gegen eine Wand gerannt ist. Ja, ne, Vale greift ihn dann, boxt ihn erstmal ordentlich ins Gesicht und ja, Tamaki ist dann auch komplett ausgenockt und ja, Vale, es ist dann wirklich so, dass halt Vale Tamaki mitnimmt als Geisel sozusagen und er möchte halt im Austausch gegen Tamaki halt Shunpei haben, Genta, den Vater halt eben. Weißt du, was ist geil wäre, wenn das jetzt eine gemeine Serie wäre, ne? Hätten die Da hätte sagen jetzt der können. Schlag ins Gehirn, da hätte jetzt der Schlag von Vale Tamaki einfach das Genick gebrochen. Nein, nein, so, dass die dann stehen und sagen: Ja, schade um Tamaki, aber den Verlust können wir. Den Verlust Ja, können hätte ich auch irgendwie gefeiert. So. Ja gut, Tamaki hat sich für das Wohl des Größeren geopfert. Genau. Aber nee, das wir erfahren noch, das hat einen höheren Plan tatsächlich. Genau, er hat ja gerade auch einen Rucksack dabei gehabt. Meine Mama, haben wir jetzt Tamaki irgendwie schon mal mit dem Rucksack gesehen? Ich glaube, Nein, nein. nein, nur mit Sombrero. Ja.
Ja, auch wieder eine Stelle, die, glaube ich, Hanna ein bisschen zusetzte, weil sie wieder nichts machen konnte. Genau, und dann sind jetzt über 5 Minuten in der Folge vergangen und jetzt bekommen wir das Intro auch noch, was ich an der Stelle auch hätten sparen können. Ja, die haben ja noch ein paar Sachen dazu gemacht, wie zum Beispiel, dass der Fennec-Chef jetzt eine dunkle Aura hat und so. Das muss jetzt bestimmt nochmal gezeigt werden. Hätte bis zur nächsten Folge warten können. Wie gesagt, ich habe es ja schon, da hab's schon mal irgendwann erwähnt. Ich finde es immer komisch, wenn eine Folge schon zu einem Drittel oder bei irgendeiner Serie habe ich schon mal erlebt, dass die Folge bis zur Hälfte um war und dann das Intro noch kam. Weil, warum? Ich weiß nicht. Das Intro hat am Anfang zu kommen und vielleicht nach den ersten 1, 2 Minuten, aber danach braucht das halt eben auch keiner mehr. Naja. Genau, wir sind dann Happy Spa, mit Iki und Weiss und so. Und ja, die aktuelle Situation wird erklärt und wie es scheint, Hanna gibt sich die Schuld daran, weil sie schwach ist und dass man ihre Schwäche ausnutzt und so. Und sie ist sehr bedrückt dabei. Und bevor noch irgendwas gesagt wird, ich sag jetzt Junpei, weil eigentlich müssen wir sagen, es ist ja nicht mehr Genta, ne? Nee, ja, er kommt wieder rein mit Busan zusammen und wir merken jetzt halt, ist halt ein vollkommen anderer Charakter als Genta halt vorher. Ich finde es ja ganz cool so von der Idee. Ich mochte halt dieses, ich glaube, haben wir auch öfter mal im Podcast angesprochen. Ich mochte das immer so, wenn der Mutter und der Vater, die sind so du bei du und du merkst so, oh, die mögen sich von, der Vater macht seine YouTube-Videos und alle haben Spaß. Ich meine, gut, weil die Situation ist jetzt auch nicht so spaßig, aber er ist halt sehr, sehr ernst. Was mir halt hier aufgefallen ist, er redet ja auch davon, dass er das halt Vale sein Dämon ist und er halt Vale selbst zur Strecke bringen will und alles. Und er ist ja wirklich sehr verbissen darauf. Man merkt auch eben, das belastet halt ihn, dass jetzt die anderen wegen ihm quasi ja solche Probleme haben. Aber ihm fehlt hier halt irgendwie gerade komplett halt so die Liebe für seine Familie. Er geht nicht wirklich auf seine Kinder ein und er Ja, wirkt lange nicht mehr allgemein gerade gehört. sehr distanziert zu seiner Familie. Er hat so lange, ich meine, er hat nicht mal Moment mit seiner Frau. Nee, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen schade. Wobei wir vorhin noch gesehen haben, dass hier als Cast für die Serie dabei war, also für die Folge dabei war. Ja, also wirklich so, ja, Jetzt in der Szene war sie leider nicht da. ich glaube, der Genta, wenn das Genta wäre, der ist ein Kuck, wo seine Frau ist. Gut möglich. Na gut, auf jeden Fall, wie gesagt, aber hey, wir müssen uns keine Gedanken machen, denn Hikaru kommt, das ist schlimm, jetzt weiß ich den Namen von dem Typen auch, kommt rein und sagt, ja, wir wissen, wo Tamaki und Vale ist, denn wir hatten einen Plan. Wir gehen auf eine Rückblende und erfahren, ja, sagt, Tamaki soll ja auch noch einen Test machen, wegen Helfen und so. Genau, das war halt alles geplant. In den Rucksack, also er hat einen Driver bekommen, den ja, roten Libera-Driver. Der hat auch einen eigenen Namen, erfahren wir später noch. Ich hab's gecallt. Ja, genau. Genau, stimmt. Du hast das ja schon länger angekündigt, dass roter Libera-Driver noch ganz gut wäre für Hanna. Hier kriegt jetzt Tamaki und in dem ist halt ein Peilsender eingebaut und es war halt wirklich alles so geplant, dass er sich Vale gegenüberstellt, Vale ihn gefangen nimmt, im Austausch für den Vater und jetzt haben sie halt eben Vales Position dadurch. Wie gesagt, aber das ist uns ja auch dann später aufgefallen. Der Restamp, den er dazu kriegt, das ist der, das war Buffel oder Büffel, meine ich. Der darauf haben, weil der OS basiert. Spätestens da hätte uns ja klar sein müssen, mit dem kann er sich gar nicht verwandeln. Ja, genau, das hast du auch schon mal gesagt. Hat das dann Weekend absichtlich gemacht oder wussten die das nicht? Ich sag, das geht nicht. Du brauchst ja eine Bottle, die deine Original-Rider-Kraft drin hat. Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, man hat einfach irgendwie Stamp reingelegt, weil man keine extra anfertigen wollte. Ach so, Tamaki, ach, was haben wir denn gerade noch da? Ja, gib ihm den Büffel. Ja, ich glaube, so war es, weil man wusste halt, man hatte sowieso nie vor, Tamaki als Rider zu bringen und man hat einfach irgendwie Stamp, den man gerade hatte, da reingelegt. Ich stell mir das gerade einfach bei Weekend vor. Ja, wir haben jetzt hier so einen Peilsender und müssen jetzt so tun, als ob Tamaki ein Rider wird. Chef, welchen Restamp soll ich reinmachen? Ja, hier, nimm Stier, so eine dumme Kuh. Ja. Weiß nicht, vielleicht hätte es in der Serie auch funktioniert, weil ich weiß nicht, soll den Zuschauer überhaupt auffallen, dass halt nur dass diese Legend Rider V-Stamps, dass die halt nur für andere Sachen benutzt werden? Es ist, Das glaube Regeln. es ist halt nie erwähnt, direkt erwähnt worden in der Serie, dass es so eine Original-Kraft sein muss Ja, unbedingt. aber das fällt ja schon auf. Es gibt keinen Rider, der sich nur mit einer Legend-Kraft verwandelt.
Aber ist nicht Iggy hat ist er nicht, der hat doch schon mal mit einer anderen Form begonnen als seiner Grundform. Ja, aber er braucht ja trotzdem seinen eigentlichen Driver dafür. Da, denke ich, sind die Daten drin gespeichert von Revice, ne? Ja, gut, den eigentlichen Driver schon, aber der V-Stem sollte auch mit den anderen funktionieren. Also er kann doch auch direkt hier mit Megadolan starten und so. Das ist doch auch ein Legend Rider V-Stem. Aber er hat aber vorher immer als Revice, also er hat vor den, ich kann mir vorstellen, dass die Daten von dem Driver dann da drin sind. Er musste ja vorher, er hat sich immer vorher einmal normal verwandelt. Nee, Bevor er so. er hat schon auch direkt gestartet mit anderen Formen. Ja, aber er hat sich vorher davor nochmal gekriegt. Das meine ich. Er muss sie vorher einmal normal benutzt haben. Ja, das stimmt. Jetzt bei diesen Formen war gut, aber ach, ich weiß nicht. So wurde Ich das würde eigentlich meinen, übrigens, das wäre wahrscheinlich auch gegangen. so wurde das ja mal erklärt. Ach Gott, wie wurde das mal? Das deswegen, das war, es gab bei Geim diesen Fehler hier, dass doch hier deine Bruder von Zangetsu, dass der sich in Zangetsu verwandelt hat. Ja, genau. Warum war er nicht sein eigener Rider in dieser Armor da? Ja, und es gab tatsächlich mal vor etwas längerer Zeit, ich habe das nie erwähnt. Da wurde das mal erklärt, denn die Daten des Main Riders sind in diesem Belt gespeichert. Ach so, okay. Oh, deswegen ist das wohl so passiert, ist natürlich auch im Nachhinein erklärt, denke ich. Das ist ja auch der Grund, warum das ist ja auch der Grund, warum Baron benutzt doch auch Lemon Ener ist einen, wie erinnern sich, hießen die Energy Driver? Nein. Wie hießen die von den Energy Ridern? Die Driver. Driver, Selber ja, ist der das weiß ich gerade auch nicht Google-Driver. mehr. Egal, der Energy Driver nennen wir ihn jetzt. Da benutzt den Baron doch auch und dann ist es ja auch Baron mit dieser Lemon-Rüstung obendrauf. Genau. Obwohl er benutzt ja denselben Driver und dasselbe Logsite. Eigentlich müsste er da auch dann zu kam bei der Ryoma werden müssen. Okay. Aber weil da wurde nämlich auch mal erklärt, ja. In diesen einen Energy Driver sind halt Baron-Daten drin und deswegen ist er halt Baron mit einer Energy-Rüstung drauf. Okay. Wie gesagt, deswegen, also es ist halt nun mal so in der Serie, dass all diese, wie gesagt, dass alle Main-Formen halt keine Legend Rider sind. Würde ja auch eigentlich Gut, okay. dann eigentlich bedeuten, wenn ich den ohne einen Rider drunter benutze, werde ich dann wirst du O's. Das ist ein bisschen Nee, komisch. kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen, naja. Na gut, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, das hätte sowieso nicht funktioniert. Dann hätte er den Driver benutzt und hätte eine Waffe in die Hand gekriegt, ohne Verwandlung. Ja, wie gesagt, werden wir jetzt nicht mehr erfahren. Na egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, das, wir haben halt einen GPS-Sender da reingemacht. Das erzählt jetzt Hikaru. Ich wollte schon wieder Weekend-Junge sagen. Genau, der belanglose Weekend-Junge, der nie was in seinem Leben erreichen wird. Naja, und da wollte ja auch schon Sakura was widersprechen. Er sagte so, nee, das hat er schon selbst so entschieden, der wollte das so. Genau. Wo ist sogar weiß im Hintergrund noch dafür für sich bei ihm entschuldigt. Ja. Naja, auf Puh. jeden Fall, der Vater daraufhin kriegt ja dann Erscheinungen wegen seinem Leiden mit dem Herz, weil eigentlich sagt man, ja, du sollst zu Weekend und so und nope, erstmal nicht. Ja, entschuldigt sich dann halt noch, dass er halt nicht mitkämpfen kann und Iki sagt dann aber, die regeln das schon. Ja, genau. Wo auch wieder ein interessanter Fokus auf Hanna gelegt wurde in der Situation da kurz. Genau. Naja, auf jeden Fall, naja. Da kommt nämlich auch wieder eine Situation, glaube ich, weil nämlich Sakura dann auch zu Hanna sagt, sie soll mit zurückgehen. Ui, Ja, diese ganze. genau, weil sich da wahrscheinlich Hannah in dem Moment wieder nutzlos gefühlt hat. Man muss aber auch sagen, in dieser Folge ist auch wirklich so sehr drauf raufgehauen wird, dass Hanna nichts mitmachen kann. Ja, Aber kommt schon aber auf es ist den halt Eindruck. eben so ein bisschen eben halt auch die Wahrheit. Ja. Weil sie ist halt eben nur normaler Mensch und Rider-Kräfte, wirst du halt gegen die Dämonen nichts machen können. Der hätte zumindest hier mal der alte Karisaki eine Handfeuerwaffe in die Hand drücken können, die zumindest etwas macht. Vielleicht sind die gar nicht so leicht, aber gut, wie gesagt, sie hat einen normalen Revolver.
Das ist eigentlich so allgemein komisch, weil man sollte, also ihr könnt ja wissen, dass so eine normale Standardwaffe, dass die gegen solche Dämonen nichts bringen wird. Ich meine, klar, nett, dass sie es versucht, aber ich glaube, da brauchst du schon irgendwie was Stärkeres, weil das halt extra für die Dämonen gemacht ist. Mit Silberkugeln. Ah, nee, das sind Werwölfe. Naja, gut. Nächste Szene, wir haben wieder dieses Gifu-Portal irgendwie am Himmel und den Fenix-Leiter und wir sehen, da ist irgendwie eine Kugel in der Mitte und darauf, und die kriegt irgendwie was zugeworfen innen drin, als ob die Energie irgendwie irgendwo herkriegt. Ja, dass sie doch mal Pause macht, es sieht halt wirklich so wie die Umrisse von Dämonen aus, die da als quasi Futter für etwas dienen, würde ich jetzt Und ich denke, sagen. das sind halt die, die wir da alle mit raus, mitunter auch welche, die wir rausgestempelt haben. Ja, das glaube ich auch, dass jetzt deren Energie da in, ja, zu Gifu-sama geht oder in irgendwas anderes, denn wir werden gleich sehen, dass da was rauskommt. Vorher stempelt der Phoenix-Chef noch mal ein paar Gifu-Juniors hier zurecht. Da scheinen ja echt viele in diese Phoenix-Stempel reinzupassen. Ja, gut, genau, das stimmt. Daichi kriegt das dann mit, dass da jetzt die Gifu Juniors in der Stadt randalieren und ja, macht sich da auf. Als Ja, wundert mich Einziger. Es müsste eigentlich ganz Phoenix mitbekommen, aber Daichi ist der Einzige, der da eingreift. gar. Ja, weil der Einzige ist der, der was reißen kann. So weit sind wir schon. Die anderen probieren es nicht mal mehr. Ja. Es ist ja, ich bin wundert übrigens, dass er sich wundert, dass da Dämonen in der Stadt sind. Ja, genau, das stimmt. Wahrscheinlich hat er jetzt irgendwie gedacht, weil es ja die Menschheit dabei ist zu ergeben, dass das jetzt nicht mehr passieren sollte. Aber man erfährt doch nicht ganz, warum jetzt der Phoenix-Leiter das gemacht hat. Er erwähnt später noch, dass Opfer nötig sind. Und ich glaube, sein eigentlicher Plan war es, Daichi öffentlich töten zu lassen. Um auch nochmal zu zeigen, wie machtlos die Kamen Rider sind gegen die Kraft von Gifu. Da gibt es am Ende nochmal eine Szene, die so ein bisschen dafür spricht, aber werde ich da noch drauf kommen. Erstmal gibt es wieder einen Szenenwechsel. Wir sind bei Vale, der Tamaki gefangen hält. Und Tamaki ist mit diesen Teilen gefesselt, die man immer benutzt hat, wenn der originale Kamen Rider Demon seine Fädenfähigkeit benutzt hat. Also kann Bell jetzt Spider-Man-Fäden schießen? Ich weiß auch nicht, vielleicht das war wahrscheinlich wieder so ein Fall von, hatten sie wohl noch übrig gehabt, jetzt für die Szene benutzt. Naja, aber Gegenfrage, hättest du dich nicht auch gefragt, woher, wenn er jetzt mit einem Seil gefesselt hätte, sich auch gefragt, wo er ein Seil her hat? Meine, ein Seil kann man überall herbekommen, aber gerade mit den Dingern finde ich das eigentlich noch ein bisschen weirder. Ja, ich habe auch ein bisschen komisch geguckt, aber habe mir da keine weiteren Gedanken gemacht. Wobei, weil hat ja scheinbar die Kräfte von fast allen V-Stamps, deswegen. Der hat ja mega viele Fähigkeiten, deswegen würde es mich auch nicht verwundern, wenn er das vielleicht wirklich kann. Na gut. Naja, auf jeden Fall meinte er ja so, wow, wie habt ihr mich gefunden? Und dann so, ja, das war alles Plan und so. Und ja. Ja, war ja alles geplant. Und dann, Iki und Sakura beginnen ja dann mit dem Kampf. Weißt du, was mich hier gerade in der Szene ein bisschen stört? Weiß macht den Tamaki frei. Und wenn du mal Pause machst bei 10:29 Uhr, Tamaki und Weiß, die stehen direkt neben diesem Rucksack, der hier vor Tamaki liegt. Jetzt lässt er den Rucksack liegen und jetzt rennen die dann übelst weit weg von Vale. Und werden gleich eine Szene sehen, wo er wieder zum Rucksack muss. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass vielleicht, also entweder kann man nicht sagen, oh, die haben sich gedacht, die gehen erstmal in Sicherheitsabstand. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tamaki dasteht, den er vielleicht wirklich auszusehen, da hat liegen lassen. Ja, ich Weil meine, das es war auch geht. ein Stressmoment. Tamaki wird wahrscheinlich super aufgeregt sein, weil er geht zum Leben und Tod. Kann wirklich sein, dass er den da jetzt, wie gesagt, vergessen hat. Interessant ist auch, Fand's okay. Und wie gesagt, es war schon so ein bisschen nachvollziehbar, dass gerade Tamaki als normaler Mensch, dass da in so einer Situation Fehler passieren. dass Revice als normaler Revice anfängt. Genau, weil wir doch eigentlich schon ab und zu mal gesehen haben, die kämpfen gegen Vale, dass diese Formen nichts bringen, aber er versucht halt trotzdem. Ja, genau. Und Das dann haben ist wir halt jetzt okay. hier Iki, der halt jetzt gegen so einen Haufen Gifu-sama Junior kämpft. Das Ding ist, die sollten ja eigentlich für ihn kein Problem sein, aber der ist halt vollkommen ausgelockt. Der ist verletzt, der ist angeschlagen. Und wenn du tausende Fußtruppen jetzt auch noch kaputt machen musst, das ist anstrengend. Ja, er gibt sich ja trotzdem super Mühe.
Wir kriegen ja auch seit Holy Wing kriegen wir nur noch die Form von Kamen Rider Live. Also den normalen Kamen Rider Live, den sehen wir auch gar nicht mehr. Ne, wir sehen auch, dass jetzt auch Akimi nochmal losgeschickt wird, weil wenn Daichi da ist, muss das auch nochmal sein. Ja, aber die geht ja nicht zu Daichi, die geht, sondern zu. Ich dachte jetzt auch hier, die geht zu Daichi, aber nee, sie geht zu Ikki und Sakura. Naja, und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Und das ist eine Szene, die ich fand ich ein bisschen weird. Die geht jetzt nur so ein paar Sekunden und dafür haben wir die Zio Armor nochmal rausgeholt. Ja, genau. Wo der Kampf auch ein bisschen komisch war, wo der dann hier mit diesem komischen Uhrenteil am Suit irgendwie kämpft. Ja, genau. Und Sakura benutzt ihre Bazooka und Vale kontert das Projektil, indem er auch genau so ein Projektil auf sie spuckt. Ja, er sagt ja, er spuckt es gut. Er sagt ja auch, dass er ja dieselben Restamp-Powern besitzt und darauf kommen ja dann, dass Ja, sie jedes Mal auf die, das und sollte die müssen halt das. nur das normal. Ich glaube, allein darum nur gab es diese Szene jetzt hier auch nochmal mit der Zio Armor halt, um halt eben zu zeigen, dass Vale diese ganzen Kräfte hat. Ich meine, gut, haben wir die letzten Folgen schon gesehen und Herz erklärt, aber vielleicht wollten, ich glaube, das war, vielleicht war das die fehlende Armor, die man noch nicht gesehen hat. Ja, auf jeden Fall kommt dann wie immer so, ja, da müssen wir wohl Thunder Gale benutzen. Genau, und von Thundergale kann er ja eigentlich noch gar nicht die Fähigkeiten haben, weil Gibt's nur den gibt es ja einmal. nur einmal, ne? Ja. Und wir haben ja schon öfter mal gesehen, dass hier Thunder Gale Revise eigentlich ganz gut performt gegen Vale. Ja, aber dazu kommt es nämlich gar nicht, denn Akimi stürzt sich auf Revice, während ja, Sakura versucht ja dann daraufhin ja auch Vale anzugreifen, aber ihre Sense macht einfach gar nichts bei ihm. Ja, bestimmt. Naja, genau, und jetzt kommt ja die Szene, wo dann hier sich Tamati sagt, okay, ich muss jetzt mal was machen, ich gehe zum Rucksack. Naja, wir sehen dann nochmal eine Szene hier mit Daichi, der wieder lauter Gifu. Ja, der haut echt viele weg, ne, mit einem Finisher. Genau, das stimmt. Das ist so eine Szene, die könnte aus dem Musou-Spiel stammen. Aber wir finden es trotzdem noch komisch, dass hier nur Daichi ist und dass kein anderer von Phoenix da was macht. Naja, okay. Naja, das ist halt, ich weiß auch, das ist ja die Stelle, wo du gesagt hast, wo der Phoenix-Leiter da zuguckt. Wie Daichi da die Gifusama Juniors kaputt macht. Und genau, und dann kommt ja, sehen wir dann, dass sich irgendwas in dem Portal erscheint. Es ist ein, er sagt zu ihm, Hell Gifterian. Genau. Tatsächlich dachte ich, dass, na gut, Helgifterian, konnte man sich schon denken, dass es nicht Gifu direkt sein wird, aber ich habe tatsächlich kurz gedacht, könnte das vielleicht Gifu direkt sein, aber nee, die Antwort darauf gibt es dann schon in der Vorschau auf die nächste Folge. Kann ich schon mal sagen, in der Vorschau auf der nächsten Folge hört man den sagen, dass er der Schüler von Gifu ist. Okay. Naja, ich wollte zum Design was sagen, wir sehen ihn ja gleich noch ein bisschen besser. Wir sind dann wieder bei Daichi und Co. und wie er gegen Akimi kämpft und er versucht ja zu Akimi durchzukommen. Wo man ja sogar meint, so, oh, die will uns irgendwas sagen. Kann sie aber nicht. Ja, man merkt jetzt auch, ich habe ja schon gefragt, was jetzt hier mit Akimi ihre Dämonenform ist, ob sie jetzt da mitmacht, weil sie selbst keine andere Möglichkeit sieht oder ob sie vielleicht doch nicht mehr ganz bei Sinn ist. Und man sieht hier, dass sie so ihr richtiges Ich doch schon so zum größten Teil verloren hat. Ja, es gibt eine Stelle, wo dann interessant, da macht er einen Finisher auf sie. Und der Finisher sorgt nicht dafür, dass sie getrennt wird. Also das sind ja, oh Gott, die haben auch Gift Demons oder sowas heißen die doch jetzt. Ja. Und das scheint dafür nicht zu reichen. Aber es sorgt dafür, dass Akimi mal ganz kurz aus der Verwandlung ausbrechen kann. Und mal kurz mit Ikki und Weiß sprechen kann. Genau, und da gab es schon einen kleinen Hinweis auf die finale Form von Kamen Rider Revice. Nämlich, sie meinte, dass wenn Ikki Gifu-sama besiegen will, dass sie dann auch seine Kräfte benutzen muss. Ja, und Das heißt, wer. die finale Form von Revice wird irgendwelche Kräfte von Gifu benutzen.
Ja, meine, sie sind ja eh alle teilweise mit Gifu-sama irgendwie verwandt, die ganzen Igarashis. Bin ich Stimmt, mal das gespannt, wie das werden wird, auch wie die aussehen wird. Vielleicht wird die dann auch ein bisschen dämonhafter aussehen. naja, auf jeden Fall reicht es jetzt aber nicht und sie wandelt sich zurück und greift dort dann wieder an. Aber ja, das hat sogar so viel Kraft gehabt, dass das sogar eine Verwandlung von Thunder Gay Revice wieder aufheben konnte. Ja, es ist krass, dass ich meine, an sich Akimi, die ist ja quasi nur so ein kleiner Handlanger hier gerade. Aber hier, Thundergale ist nicht stark genug, sie zu finishen. Das ist schon heftig. Ja, und bisher der Zendergeld ist jetzt so die Form, die wir so als stärkstes bis jetzt kennen. Genau, und die kommt aktuell nicht mal mehr gegen Gifu-samas Untergebene an. Muss man vor Augen halten. Aber sie scheint daraufhin ja durchzudrehen. Ja, das verliert sich scheinbar wieder komplett ihren Verstand. Und rennt auch dann weg. Ja, währenddessen sehen wir das. Das ist auch eine Stelle, wo ich mir dachte, oha, Vale hat Sakura ihre Waffe abgenommen und greift Ja, sie dann genau. an. Schlägt sie halt damit und damit löst sie dann auch eben von Sakura die Verwandlung. Ja, das heißt, wir haben wieder viele Leute am Boden. Und wo dann Vale noch so sagt, wo er noch so Iki sagt, ja, jetzt brenne ich dir den Tod deiner Schwester in die Augen. Also, er hätte sie jetzt umgebracht. Ja, auf jeden Fall. Er hätte sie jetzt eiskalt getötet. Aber wir haben hier jetzt den großen Held in der Not, die Welt, auf den die Welt ewig gewartet hat, das ist Tamaki. Genau, der jetzt mit diesem Driver da oben erscheint und alle schauen ihn an und Darf ich noch was sagen? ja. Dieser rote Liberia-Driver an ihm total, der sieht total unpassend aus. Ja, finde ich Ja, irgendwie auch. Also steht nicht so wirklich. finde ich, der Liberia-Driver finde ich ist allgemein nichts für Männer, oder? So vom Design her. Er ist ja sehr schlank gehalten und ich weiß halt irgendwie nicht. Naja, wobei ich sagen muss, die Catchphrase, die er Tamaki hatte, die hat schon was, wo er sagt, hier, ich werde dich auslöschen, damit jeder lachen kann. Das ist eine. Das hat er sich doch auch nur von Aguilera zusammengeklaut. Ja, gut, man muss sagen, die ist an sich sogar relativ solide. Ja, genau, aber das Lächeln, damit hat Hanna angefangen. Ja, das stimmt. Na gut. So, na gut, dann soll es den Händchen geben und dann passiert was Interessantes. Also Tamaki war jetzt kurz davor, sich zu verwandeln und kurz bevor er den Stempel wirklich abstempeln kann, steht dann Vale einfach hinter ihm und hat den V-Stamp abgenommen. Ach ja, Tamaki hat sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Er musste ja auch noch rumschreien. Das finde ich auch okay. Ich hätte es aber so für meinen Seelenfrieden hätte ich es witziger gefunden, wenn er sich verwandelt hätte und es hat irgendwie nicht geklappt oder so. Ja, es ist halt, vor allem will uns Welt jetzt doch erzählen, ja, das hat er ja auch alles kommen sehen und natürlich ist ihm der Rucksack aufgefallen und der wusste schon, was da drin sein wird und so alles, aber weil für den Move wäre es jetzt gar nicht nötig gewesen. Hörte sich aber cool an. Ja, wie gesagt, er hat einfach nur schnell reagiert, in den V-Step abgenommen, da war jetzt nichts dabei. Das nutzt er ja auch gleich aus, weil es ist ein V-Stamp, den er nicht hat, weil der kommt vom Weekend, da hat er sich gleich abgestempelt. Genau. Man muss auch sagen, es macht nicht wirklich Sinn bei dem, was wir gleich sehen. Das war auch wieder sowas, weil warum hätte er ihn jetzt, meine, Tamaki wird niedergeschlagen, der Driver, ja, fliegt Fliegt weg weg. und Hanna erscheint und nimmt ihn sich. Tja. Ja, aber was natürlich auch, was halt auch wesentlich besser sowieso ist. Ich finde die Schuhe übrigens von ihr geil, habe ich schon mal gesagt. Nee, ich glaube, das ist noch nicht erwähnt. Aber Hanna, ich Ich kann es so wieder erwähnen, so in der Folge, die sieht einfach so unglaublich hübsch aus. Was das angeht, hat Kamen Rider Revice einen sehr guten Job mit den Damen gemacht. Ja, die sind echt Wahnsinn. Und jetzt selbst jetzt sagt Tamaki immer noch Aguilera. Halt die Schnauze. So, genau, jedenfalls legt sich Aguilera den Driver on. Der Aber ich Weekend finde Driver, ja jetzt ist mal, auch sein Name enthüllt. ich finde erstmal gut, dass sie am Anfang ja sagt, sie war mal die Königin des Bösen. Ja, genau. Wobei wir wissen, es war an sich nicht so. Sie hat nur gedacht, sie wäre das, aber an sich war sie auch nur ein Werkzeug, ne?
Ja, und dann sie sagt, die Vorstellung für sie, für ihre Welt war das real. Deswegen sage ich mal, nehmen wir das mal so hin. Genau, jetzt kriegen wir den Namen, es ist der Weekend Driver. Finde ich gut. Mit den Queen Bee Wee-Stamp. Genau, den wir jetzt auch sehen. Und man muss sagen, sie lässt sich fast sogar noch mehr Zeit als Tamaki. Und warum reagiert jetzt Val hier nicht schnell und nimmt ihn ja ab? Val hat Respekt vor Frauen? Nee, hat er nicht. Val, auf keinen Fall, der wollte Sakura hier vorhin erst töten. Er hat Respekt vor Leuten, die sich ordentlich verwandeln wollen. Ach, es macht keinen Sinn, das muss man schon sagen. Ne? So schnell, so wirklich schnell, wie er bei Tamaki da reagiert hat hier. Er hätte es jetzt auch hier machen können, wenn er es gewollt hätte. Wenn das jetzt noch, wenn er noch die gleichen Fähigkeiten wie von vor einer Minute gehabt hätte, hätte er jetzt hier Lehrer Hanna. Aber so egal, ich fand es schön, dass das Ja, dass. es war auch egal, aber ich weiß es. Ich mag übrigens diese Standby-Musik, die so ein bisschen arabisch wirkt. Ja, die hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Und es ist halt so, dass was ich finde das ganz interessant. Bei Jan sagt der Driver ja, going my way. Und bei Aguilera sagt er ja, just believe in myself. Genau, eigentlich auch ein schöner Spruch. Und ich mag übrigens diesen Effekt, wenn diese Biene auf sie zufliegt und dann so diese Partikel da so wegfliegen. Ja, das ist cool gemacht, vor allem, dass man noch so spät in der Serie nochmal einen neuen richtigen Rider bekommen. Also der auch ein richtiges Kostüm hat, nicht nur eins, was irgendwie so zusammengewürfelt Was ist. sagst du übrigens zu dem Design? Es ist ja was sehr Eigenes. Ich finde, es hebt sich schon sehr von den anderen Riders ab. Es sieht für mich von der Farbgebung her und es erinnert mich eher an so ein Metal Hero Design als an einen Kamen Rider. Es ist auch interessant, dass ja ihre Augen, die sieht man ja auch, die leuchten kurz und darüber ist dann praktisch, ja, es ist praktisch, als ob die Biene jetzt auf ihr drauf sitzt, die auf sie zugeflogen ist, weil der Stachel ist nach vorne. Ja, genau. Aber gerade so in dem Moment, wo hier ihre Augen leuchten, wo auch dieser Kamen Rider Aguilera Sound kommt, Tut dieser mir leid. Helm auch, er erinnert mich irgendwie so sehr an diese 90er Jahre Metal Heroes. Hier Yiku Senki Spielbahn und an die beiden aus Spielbahn, genau. An die erinnert mich das irgendwie. Auch allgemein dieses Design hier. Auf jeden Fall, genau, wir wissen doch, es kam bei der Agi-Lehrer. Und sie kommt sogar inklusive zwei Waffen dabei. Sag mal, sind das hier Naruto-Kunais? Nur in groß? Ja, genau. Das sind Kunais. Weil ich habe doch gesagt, das sind ja nicht nur Dolche, weil die haben ja auch diesen Ring am anderen Ende des Griffs. Genau, aber nee, das sind wirklich Kunais. Das ist richtig cool und sie kann jetzt ganz gut gegen Vale performen. Also, sie hat wirklich auch einen richtig tollen Debütfight gehabt. Das ist auch eine Sache, weswegen ich Over Demons halt nicht ernst nehmen kann, oder weswegen ich glaube, Over Demons ist nicht ernst gemeint oder war nur Spaß oder so, weil Over Demons hatte keinen Debütfight letzte Folge. Das war einfach nur Scheiße. Deswegen glaube ich nicht, dass der als Ryder ernst gemeint ist. Aber hier, sie hier mit ihrem Debütfight, das war eine richtige Einführung für einen neuen Ryder. Wenn sie jetzt erstmal kämpft, springt sie einmal und erfahren dann nochmal, dass das ihr finaler Test ist. Genau. Auch richtig cool. Man sieht auch so ein bisschen ihre Fähigkeiten. Sie kann, wirft sie damit so eine Art Honig oder so auf Vale an eine Stelle, Oder wenn mit die der Biene Explosion kommt. konnte sie auch als Aguilera früher, als Phase 3 Deadman. Wir haben ja auch dann. Interessant. Soll das ein Bienenschwarm gewesen sein? Das habe ich jetzt gar nicht als solchen mitgenommen. Ja, irgendein Schwarm ist nicht für mich. Es sah für mich nicht wirklich aus wie ein Bienenschwarm, weil da, oder? Soll es Oder? vielleicht. Na doch, doch, ich glaube, es soll es sein, aber ich finde es. Nee, weiß nicht. Ich weiß nicht, welche Pause macht. Es sieht mehr so aus wie Honig, den sie wirft. Ich hätte jetzt anders dargestellt, aber wir haben an der Stelle ja nochmal eine Rückblende Nee, zu. es sollte, ich denke, es soll Honig sein, weil wenn du siehst, wie es Vale trifft, es fliegt so ein richtig so Brocken weg. Na Sind gut, auf jeden dann Fall keine Bienen. macht das schon Sinn. Ja, Aber keine Bienen auf wie jeden Fall. gesagt, wir kriegen ja dann nochmal eine Rückblende, wo wir das nochmal erfahren, dass sie auch jetzt kämpfen möchte als Weekend-Mitglied und so. Und ich finde den alten Giotto, wo so, ach ja, ich wusste, das kommt ja früher oder später, also habe ich hier was vorbereitet. Genau, da wollte Hannah hier auch gerade diesen Angriff mit den Honig hier so ausgeführt hat. Dann sagt sie ja hier, die Kräfte meines Wiesdams hast du nicht. Und das ist jetzt dann wohl die Erklärung, warum sie wohl gegen Vale gerade so gut ankommt. Aber da sage ich immer,
Warum kann dann Thundergale gegen Vail so wenig ausrichten? Immer, also kann, soll ich jetzt sagen, Kamen Rider Aguilera hier ist stärker als Revised Thundergale? Kann ich mir schwer vorstellen. Aber Das vielleicht ist Problem ist es aber wirklich so. auch, es wäre halt doof, wenn jetzt ihr Debüt hat und total unterlegen wäre. Ja, genau, das stimmt schon, das sehe ich auch so, aber es, ich weiß nicht, ich habe es halt manchmal, dass ich, oder eigentlich oft, dass ich irgendwie versuche, immer mal das, da irgendwo einen Sinn drin zu finden. Ja, ich verstehe schon. Naja, ich mag irgendwie die Symbolik ja dann, weil sie nimmt den ja, diesen V-Stamp, und dann sagt ja, sagt sie, oh, das ist ja Aguileras. Und wo der alte George ja sagt, ja, du darfst nicht so über deine Vergangenheit als Aguilera reden. Sie soll das mit Stolz nehmen. Ja, genau, und hier, also ist es nicht eigentlich eine schöne Sache, dass sie diesen Namen Aguilera nimmt, der früher für was Schlechtes gestanden hat und mit dem sie ja so viel Leid und schlechte Dinge verbreitet hat und so. Sie sagt ja auch, sie möchte für all die Sünden, die sie begangen hat, Buße tun, für jede einzelne. Und ist es nicht schön, dass sie diesen Namen nimmt, der mit so viel Schlechten assoziiert ist und jetzt versucht daraus was Gutes zu machen, um halt eben quasi, ja, du sagst, ist Ja, das nicht eigentlich eine tolle Sache? sie sagt ja sogar an der Stelle, Aguilera braucht auch ein Zuhause. Genau, aber wie gesagt, würdest du jetzt nicht sagen, dass das eigentlich so von dem Kontext her Ja, eine ganz tolle Sache ist? ich muss sagen, der alte George, was das angeht, ist es ein bisschen schade, dass er halt für seinen eigenen Sohn als Vater nicht richtig da war, aber er macht das ganz gut so. Nein, aber wie gesagt, die ganze Sache hier, was Aguilera gerade gesagt hat, also mit Ja, ihrem Namen da. da gebe ich dir vollkommen recht. Genau, und jetzt wollte ich noch was sagen in Bezug auf Star Wars Episode 9. Das hatte ich damals mal Ah, aus darauf irgendeinem wollte ich. Review. Ja, verstehe. Ja, jetzt kommt's, ja. Ja, ich glaube, vielleicht hatte ich es auch schon mal erwähnt. Das hatte ich in irgendeiner Review mal zu dem Film Kommt gesehen. jetzt Und die Rey Skywalker-Sache wieder? ja, genau. Warum nennt sie sich am Anfang, am Ende dann, gibt sich den Namen Skywalker? Es wäre sinnvoller gewesen, wenn sie sich den Namen Palpatine beibehalten hätte und in dem Namen was Gutes getan hätte, also dem Namen quasi in ein gutes Licht gerückt hätte und getan hätte und damit Gutes im Universum verbreitet hätte. Das wäre doch die ultimative Niederlage für den Imperator gewesen, weil dieser Name so lange für was Schlechtes stand und dann die Rey es geschafft hätte, den Namen was Gutes umzuwandeln. Stattdessen wird der Name einfach totgeschwiegen und sie gibt sich halt einen neuen. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich hätte auch persönlich es nicht gebraucht, dass sie sich Skywalker nennen. Es hätte mir auch gereicht, wenn sie, wo diese Oma da kommt, sagt, Ray, wer? Und wenn sie sagt, Ray, nichts weiter. Sodass sie ja für sich selber steht, sie braucht keinen großen Namen noch dahinter. Ja gut, das hätte man auch machen können. Aber ich muss halt daran denken, weil hier macht man das, ne? Hier hat man es gemacht. Die nimmt Aguilera ihren alten Namen und versucht daraus jetzt was Gutes zu machen. Es Also gibt Hannah halt nimmt ihren alten Namen als Aguilera. Ich mag übrigens sagen, es gibt eine kurze Action-Szene, wo, das war ganz cool, wo sie runter ist und Vail an den Fersen verletzt hat, damit er einknickt. Ja, genau. Ja, und dann kommt sie, sagt ja, sie heißt, wie ist sie, Natsuki? Hanna auf Natsuki jeden Fall. Hannah. Genau, und aber sie ist jetzt Kamen Rider, sagt sie ja dann ihren Namen jetzt richtig offiziell, Kamen Rider Aguilera. Genau. Und was ich dann cool finde, sie steht da ja da, post so ein bisschen mit ihren Kunais, und dann macht sie ja hier diese Fingerbewegung so, na, weh, komm her. Genau. Sie kann es halt gerade, das ist halt unglaublich cool. Und weh merkt nicht, du machst dich lustig über mich, aber tut mir leid, weh, du stinkst gerade ein bisschen ab. Das stimmt. Und da gibt es dann diesen einen Finisher, den ich cool finde, wo sie ihre Kunais in seine Füße rammt. Ja, der war so heftig gut. Weil So eine coole Idee. er kann sich nicht mehr bewegen und sie kann einen Rider Kick machen. Ja, danach ist dann Rail sogar abgehauen. Ja, Und das war dann zwar doch. mit einem sinnvollen Abgang sogar, ne? Der ist nicht so einfach weggegangen und dachte, ja, vielleicht kommen wir noch hinterher oder so. Nö, der war einfach schnell weg, so dass man auch gar nicht mehr so reagieren konnte. Guter Abgang an der Stelle und schöne Niederlage für Vail. Ja. Das finde ich jetzt super. Und ich finde auch super, wo Weiß sagte sogar, ach, der Dämon unter den Dämonen rennt weg. So, dann ja, löst dann Hannah ihre Verwandlung und wir haben nochmal eine wirklich richtig schöne Szene. Ich finde gerade auch hier merkt man halt wieder, was da zwischen Hannah und Sakura ist. Ja, das ist. Wer kann das, kann das, wer kann das einfach keiner einreden, dass die beiden nicht mehr für einander empfinden. Es ist einfach so. Ich sag's die ganze Serie schon gegen immer, gegen, also
schon, seit die beiden das erste Mal eine längere Szene miteinander hatten, sagt ja, dass da so eine gewisse sexuelle Spannung zwischen den beiden gibt und es mittlerweile sollte es eigentlich jeden auffallen. Es gibt, ja, weil jetzt, Sakura entschuldigt sich bei Hana nämlich. Sie sagt, dass sie, ja, sie überbeschützt hat. Genau, und hier, Hannah sagte noch auch super schöner Satz, dass sie jetzt das zwar nicht findet, aber sie hat den Ort, wo sie hingehört, mit ihren eigenen Händen beschützen möchte und dabei als Sakura in die Augen schaut. Aber Ja. das war schon fast eine Liebeserklärung. Oh, die beiden lachen und lächeln, das ist doch schön. Ja, war ein auch krasser Kontrast. Das hier ist jetzt gerade eine super schöne Szene, ne? Schöne Szene für Hana, für Sakura. Meine Iki und Weiß sind auch dabei und man sieht sogar noch, dass alle hier sind, so ein bisschen Spaß haben. Gut, Tamaki nicht, der steht im Hintergrund und bei Er Tamaki ist habe ich da. jetzt gerade das Gefühl gehabt, der hat sich gerade nicht so wirklich wohl gefühlt, aber okay. Er ist halt da. Aber wir haben hier gerade diese tolle, schöne Szene und dann gibt es einen Cut zu Daichi, der halt immer noch am Kämpfen ist, auch die restlichen Gifu Juniors da kaputt hauen kann. Und dann kommt der neue Gegner dann schon. Ja, das stimmt. Und das ist jetzt eine heftige Szene. Der neue Gegner, muss ich übrigens sagen, der sieht vom Design ziemlich cool aus. Ja, genau, deswegen dachte ich ja zuerst, das ist vielleicht die finale Form von Gifu. Aber nee, wie gesagt, ist ja schon geklärt, das ist nicht Gifu, das ist auch nur wieder ein ja, Schüler, Untergebener. Ich finde, der hat vom Helm her wirkt das ein bisschen wie so ein, ja, weiß ich, wie so eine Bestie halt vom Kopf Ja, her. das kam mir auch so vor. Also, wie So, konnte sich, ich wollte erst Löwen sagen oder Wolf, aber das ist irgendwie keins von beiden. Gut, Daichi bereitet einen Finisher vor, so einen Schuss aus seiner Waffe. Den versucht der Gegner abzuwehren mit so einem Faustschlag. Hat er nicht funktioniert und der trifft, also der durchdringt diesen Gegner voll, sodass wirklich so eine ganze Hälfte seines Körpers fehlt. Und die kann er sich aber einfach nachwachsen lassen. Muss sagen, hat mich an eine Szene aus Dragon Ball Z erinnert, als Vegeta in seiner Super Saiyan 2 Form Cell den Final Ja, Flash getroffen hat. genau. Und dann Genau. sagt Das er, war fast eins zu eins die Szene. und dann sagt er, oh, ich habe Piccolo-Zellen. Genau. Was übrigens keinen Sinn macht. Es gibt da eine, das wollte ich mal sagen, wo wir es gerade ansprechen, es gibt aber auch eine Stelle davor, diese super muskulöse Form von Vegeta. Da gibt es eine, nee, das war mit Trunks. Der Trunks hat diese super Muckis aufgebauscht. Macht einen Strahl und schießt die komplette, nee, das war mit Son Goku. Son Goku schießt doch mal diese komplette obere Hälfte von Cell weg. Genau, wo dann Und bloß noch der Unterkörper da war. genau, und dann steht ja der Unterkörper auf und der wächst wieder nach. Ja. Im selben Arc sagt er, ich habe einen Kern in meinem Kopf. Wenn der heil bleibt, dann kann ich mich immer regenerieren. Ich glaube sogar, das könnte selbst Piccolo nicht, weil ich weiß, das war in der Buu-Saga. Ich habe ja hier Dragon Ball Kai, was letzte oder vorletztes Jahr geschaut, glaube ich, Pro 7 Max. Und da gab es so diesen Dämon, diesen Herr der Unterwelt, genau, Daburra. Der konnte auch Leute durchs Anspucken in Stein verwandeln. Genau. Und da wurde ja auch Piccolo in eine Statue verwandelt. Und da gibt es so eine lustige Szene, wo halt hier der kleine Trunks, was ähnlich die Piccolo-Statue Oh, ich kaputt hasse macht. diese beiden Missgören. Ich Ja. hasse es. Jedenfalls die Piccolo-Statue, die war irgendwie so komplett kaputt dann. Und als sie dann wieder normal wurden, die Leute haben dann der kleine Trunks und Goten Ja. gemerkt: Oh Scheiße, das waren ja unsere Leute. Und die gehen zu Piccolo und gucken nur so eine Strecke. Und du siehst halt nicht, wie der in Einzelteilen da liegt. Und dann Das steht ist im aber Manga. Piccolo Im Manga später wieder siehst du neben das. denen und meint so, er kann sich so lange regenerieren, solange sein Kopf noch in Ordnung ist. Du siehst im Manga, siehst du ein paar der Teile. Okay, ja, das haben sie im Anime nicht gezeigt. Zumindest in der Nee, aber Kai-Version nicht. genau, aber das Ding ist halt, wie gesagt, das macht er aber auch, wie gesagt, bei Cell, wie gesagt, wo Cell dann sagt, ja, ich habe einen Kern in meinem Kopf, solange der heil ist, kann ich mich regenerieren. Son Goku hat dir vor einer halben Stunde deinen kompletten Oberkörper weggeschossen und du hast dich von unten herum regeneriert. Red kein Quark. Ja, also auch wieder ganz komisch, na, wie schnell sich da widersprochen wurde. Ja, also innerhalb von das eine Arc ist das gewesen. Ja, gut, so ist das halt eben Und manchmal. dann wurde ja auch nochmal ganz schnell weg erklärt, er kotzt doch C18 aus. Und ist doch diese Vorform, wo er sich dann in die Luft jagen will, und dann heißt es auf einmal, ja, ich habe mich regeneriert und ich kann perfekt sein ohne C18. Das ist aber Ja, verrückt. das war so ein Nonsens. Das ist richtiger Nonsens. Das war einfach nur, weil irgendwie und Dinge und irgendwas machen. Ja, und dann hat er ja auch diese Super Saiyajin 2 Blitze, wo er gesagt hat, ja, und weil ich ja
teilweise Saiyajin bin, die werden ja stärker, wenn sie fast mal tot waren. Ja, also merke bei Dragon Ball ganz oft, dass da so viel nicht passt. Und ich weiß, er hat, ich glaube, war so, ich würde fast schon sagen, sich Toriyama mit seinem eigenen Werk nicht so richtig auseinandergesetzt hat, aber der hat wahrscheinlich auch wöchentlich abgeliefert damals, Dragon Ball, und das lief ja an sich auch relativ lange. Ja, aber vielleicht, der hat eigentlich schon bei Cell keine Lust mehr. Ja, also vielleicht hat er auch wirklich so viel gearbeitet, dass er da selbst gar nicht mehr so den Überblick hatte, was er da gemacht hat. Und er ist aber der Experte darin, dass er gerne Sachen vergisst. Ja, vielleicht liegt es daran, dass er viel arbeiten musste oder so. Ich glaube wirklich, dass er ein Kapitel gemacht hat und dann irgendwie 4 Wochen später wusste er selbst nicht mehr alles da, was er da geschrieben hat eigentlich. Das Problem bei Cell, weil der Cell-Saga war, er wurde ja gezwungen, die Cell-Saga zu machen. Eigentlich hat er nur die Cyborgs, aber da haben die Leute zu ihm gesagt, hör, diese alten Leute, das kannst du nicht machen. Dann macht er junge Cyborgs und dann hat der Redakteur gesagt, du kannst nicht irgendwelche jungen Kitties da hinsetzen. Und dann musste er sich noch Cell irgendwie ausdenken. Ach so, okay, das wusste ich jetzt auch gar nicht. Und eigentlich wollte er nach der Cell-Saga aufhören, was ich finde eigentlich auch ein gutes Ende gewesen wäre. Aber nein, das muss ja weitergehen. Übrigens auch eine Sache, die nie weiterverfolgt wurde. Am Ende, also es gibt ja diesen Moment, wo hier der erwachsene Trunks gestorben ist und Vegeta so geschockt ist. Gut, den haben sie dann wiedergeholt bei den Dragon Balls, aber da hat ja Vegeta irgendwie auch gesagt, er wird nie wieder kämpfen. Wollte er ja auch. Genau deswegen wäre es ja auch ein gutes Ende gewesen, die Cell-Saga. Aber das ist nie aufgegriffen worden dann wieder. Ja, weil der Satz von Vegeta, der war vollkommen irrelevant. Nee, genau, weil das Ding ist halt einfach, und in der nächsten Saga macht er noch größere Fehler. Ja, Buu-Saga ist sowieso ganz schrecklich. Das, egal, das Dragon Ball schaut man auch nicht für die Story, oder? Nee, ich sag's dir, ich muss selbst sagen, also ich habe zu Dragon Ball fast schon sagen, so eine Art Hassliebe. Ich finde, so Storytelling-mäßig von den Figuren her, es ist ein super schlechtes Werk, aber ich feier's irgendwie. Es hat irgendwie viel, wofür man es mögen kann, muss ich sagen. Und ich mag diese übertriebenen Kraftlevel, teils auch die übertriebenen Gegner, wie die Kämpfe ablaufen. Und manchmal finde ich, hat die Serie so einen wachen Moment und zeigt doch ein, zwei gute Charaktermomente. Also ich würde sagen, Dragon Ball absolut kein gutes Werk, aber ich würde doch schon sagen, dass ich irgendwo Fan von bin. Ich glaube halt, was Dragon Ball halt viel hilft, ist halt unter anderem einmal Fans von damals. Einmal natürlich und zweitens, weil die Charaktere sind halt irgendwie sehr markant, ne? Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich finde Dragon Ball ein super schwieriges Werk. Ja, ich sag dir aber eins, hätte Dragon Ball, so wie es jetzt ist, so mit Z, ne? Würde jetzt in der Jump starten. Ich sag dir, es würde nach zwei Bänden ist das abgesetzt, so wie die Jump aktuell abläuft. Das würde kein. Ja, das könnte. Also ich glaube, bei Dragon Balls kam in den 80ern raus. Man muss sagen, genau. Die Dragon Ball Z, der Anime dazu, der ist auch schon um seine 30 Jahre alt. Ja, ich glaube, Dragon Ball Z Arc ist in den 20ern gestartet, in den 80ern meine ich gestartet. Ja, also muss sagen, das. Ich glaube, heutzutage könnte sich wirklich Dragon Ball, so wie wenn heutzutage so erschienen wie damals, das können sich gegen moderne Werke nicht mehr durchsetzen. Da haben sich die Zeiten einfach geändert. Aber Dragon Ball hat halt eben sein Standing aufgebaut von damals. Und dadurch, dass sie halt dieses Standing schon hatten, diese große Fanbase, kann es halt immer noch funktionieren, so mit den jetzigen Sachen, die jetzt kommen. Ja, wir können irgendwann mal einen Dragon Ball Talk machen, aber wir sind jetzt gerade bei Revise. Genau, stimmt. Da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, egal, auf jeden Fall, wir hatten das ja gerade mit den Zellregenerationskräften und der schlägt daraufhin Daichi und Daichi ist ja richtig, also in den letzten Tagen, er kriegt nur eins nach dem anderen, er wird mit so einer Wucht gegen die Wand geschmettert und der ganze Holy Wingsuit ist schwarz fast. Ein einziger Punch war das. Der Gegner kam mit einer Geschwindigkeit, wo Daichi nicht mehr reagieren konnte. Es war einfach ein einziger Punch und boah. Und ja, das stimmt, Daichi wird in letzter Zeit oft ziemlich übel zugerichtet. Also was er mit dem gerade macht, ist es. Das muss ich sagen, hier an der Stelle hat es mir auch wehgetan, weil Daichi hat gerade echt keine schöne Zeit. Er kriegt nur auf die Fresse, er hat keine irgendwie schönen Momente mehr. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, aber den treibt man langsam gerade ziemlich in die Verzweiflung. Ja, und währenddessen schaut die ganze Zeit der Phoenix-Chef zu. Aber daraufhin verpisst sich aber auch dieser Hell-Gifterian auch schon gleich wieder. Der scheint wirklich nur mal kurz da gewesen zu sein, um zu zeigen, guck, wie krass ich bin, und ich bin mal weg, ne?
Genau, und der Fennec-Chef sagt ja auch immer mal, dass das auch jetzt nur zu dient halt, um den Menschen nochmal diesen Sinn für die Gefahr, die gerade herrscht, oder die Gefahr, die gerade herrscht, den Sinn zu bringen. Und daraufhin gibt es dann gleich eine Szene später am Abend. Nee, Ah, wir ne, sind erst jetzt sind wir bei, erst erstmal sind wir bei Weekend bei noch. Weekend, wo jetzt gesagt wurde, dass ich hätte ja so gefeiert, so sagt er so, Hanna, du hast bestanden. Und er guckt ja erst so, sag jetzt, dass Tamaki nicht bestanden hat. Ach, scheiße, er hat Ja. bestanden. Ja, Aber ich also. sag, dass das Tamaki da bei Weekend ist. Ich glaube immer noch, man wollte ihn nur irgendwie aus dem Happy Spa jetzt raus haben, damit er George einziehen kann. Naja. Ich finde aber schön, dass daraufhin Hanna sagt, wo sie sagt, ich bin jetzt wieder da, um dich wieder zu schützen, so wie als so als sie ja gelehrt hat, ja, so Sinn von, ja, weißt du, auch schon damals habe ich mich immer, ne? Ja. Ja. Das ist ja fast die alte Clique. Ja gut, gut, Olteka ist halt nicht mehr da, aber den werden wir nicht mehr wiederkriegen. Der hat ja, Ich finde aber schön, Olteka wo. hat ja einen von sich aus einen dunkleren Pfad eingeschlagen oder das bekommen am Ende, ja, was er verdient hat. Ich fand aber super, wo dann hier dann Tamaki gesagt, oh, ich hätte mich auch gern verwandelt. Und Ja, genau. dann Hanna, was hast du gesagt? Nichts. Ja. Genau, Tamaki, kenn deinen Platz. Aber also wie vorhin, wir haben eine sehr versöhnliche und sehr fröhliche Szene zwischen halt den anderen Figuren und dann kriegen wir wieder den total kaputten Daichi Genau, kommt irgendwo in jetzt. der Stadt, Die Szene fand ich aber, der ein dann noch bisschen, hier. die fand ich aber weird. Die fand ich weird, die Szene. Vor allem, wo dann gleich Leute an ihm vorbeigehen und dann so sagen, ach ja, hab gehört, so ein Kamen Rider hat einen Kampf verloren. Und so, ja, ist das Gifu halt wirklich unschlagbar oder so. Also Ja, das. das war einfach gerade okay, das war natürlich sehr passend, aber ich finde jetzt so komisch, der ist total fertig, also jeder normale Ja, Mensch. genau. Und dann kommen da irgendwie so fünf Leute, ja, ich habe gehört, wir können uns hier stempeln und teilt sie so, ja, kein Problem, da folgt mir einfach. Ich so, Alter, du kippst fast um. Ja, das ist auch die von den Leuten da. Kann sein, dass die vielleicht vor der Phoenix-Uniform Respekt haben. Ich glaube, der eine hatte noch gefragt, ob es ihnen ja gut geht. Und dann hat der Deutsche gesagt, ja. Und dann haben die ihn das ja gefragt. Ja, Und aber ohne Witz, ich muss ihn mir noch ansehen und weiß, dass es dem nicht gut geht. ja, das stimmt. Vielleicht haben sie jetzt auch so gesagt, okay, gut, der gehört zu Phoenix, der trägt die Uniform, wird schon passen, wenn der das sagt. Ja, ich fand es trotzdem ein bisschen komisch. Also, wie gesagt, weil ich Ja, meine. das kann ich auch verstehen, das war auch irgendwie so da mein Gedanke bei der Szene. So, Ja, auch weil auch Daichi dann, ich meine immer, da ist ja wirklich so, Daichi scheint ja auch ein bisschen in seinem Hirn wirklich auch Durchlauf, weil es ist jetzt wirklich so, dass er sagt, ja. Dämonen abstempeln, ja, kein Problem, folgt mir einfach. ja, schwierig. Ich denke mal, dass, wie gesagt, Daichi, der ist jetzt von einem Schlag besiegt worden und das wird noch so werden, dass der die rechte Hand vom Phoenix Leiter wird. Das ist, wie Ja. gesagt, das Daichi, der wird gerade immer weiter in die Verzweiflung getrieben und die Leute werden ja auch öffentlich immer weiterhin manipuliert, dass Gifu-sama unbesiegbar ist. Also das ist sehr spannend gerade. Ja, da Ich haben denke wir mal, dass das hier für Daichi ist. Ich meine, gut, wie gesagt, Daichi konnte jetzt hier nichts machen, aber ich glaube nicht, dass wir für Daichi nochmal eine neue Form bekommen. ne, leider nicht. Wüsste jetzt auch nicht, wie und mit welchem Grund. Unholy. Das wäre, weiß nicht, Wir holen ich würde es immer Kageru noch auf cool einmal finden, wieder wenn zurück. Kage, ich würde es Wir immer holen noch cool finden, wenn Kageru. Kagero nochmal zurückkommen würde und wenn wir dann Kamen Rider Evil noch in der Power-Up-Form sehen würden, was dann quasi das Gegenstück zu Holy Wing wäre und der würde halt wie so eine Fledermaus oder so aussehen. Würden Sie aber, ich finde, würden Sie Kageru jetzt nochmal zurückbringen? Dann wird das die Szene, wo er sich geopfert hat, so ein bisschen zu Nonsens machen. Ja, deswegen ein bisschen schade finden. Naja, auf jeden Fall Ja, doch, das wäre nicht optimal. danach haben wir nochmal eine kurze Szene bei George und wir sehen, er hat sich eingelebt. Also da steht ein Double, ein Agito, ein Os und ein Kuga Driver. Also das sind nur gute Staffeln. Und ich sehe Das auch noch, stimmt. ich sehe auch Figure Arts, ich sehe X8, ich sehe Drive. Da steht noch eine im Vordergrund, aber die ist so verschwommen, die kann ich nicht erkennen. Na, stimmt, die sieht man leider nicht. Also, ja, also was das angeht, guter Geschmack. Und er scheint gerade seinen Rechner rumzutippen und Iki kommt rein. Und er sagt, er will wohl mit George ein bisschen, mit George was, die Sache mit Akimi besprechen. Und dass er sie retten möchte. Und danach sehen wir nämlich ja ganz kurz den
Demon's Driver, Mass-Produced Type. Genau. Das ist interessant, was da steht, das ist auf Englisch. Oh nein, ich wollte das doch, nein, ich habe jetzt, ich wollte das doch gerade mal lesen. Okay. Warte. Stimmt, war vorhin gar nicht aufgefallen, aber stimmt, das ist tatsächlich größtenteils auf Englisch. Ja, George redet doch fast nichts anderes. Hm. Oh, da steht da. Genomuscle. Ah, das sind diese Streben. The Artificial Muscle of the Demon's Driver. An artificial muscle that draws out infinity force by revised energy supplies, repeatedly multiplied by the driver opponents. Okay. Demon's Genome and Prime Drive for Demon's Driver. Okay, ist faszinierend. Hm. Steht hier Demon's Driver Body. Demon's Driver is made of cemental carbine mode, many of rare material collected from. Also das ist, also der Driver besteht aus seltenen Materialien, was von Meteoriten gesammelt wurde. Okay. Auch interessant. Gut zu wissen. Ist aber auch eine sehr einfache Erklärung. Ne? Also ich glaube, da ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie überhaupt jemand so gedacht war, dass das jemand lesen soll, das, was da steht, aber es ist auch, naja, weil da stehen keine wirklich relevanten Infos. Nee, ist aber witzig. Ich finde, mag sowas. Naja, und damit ist die Folge wirklich vorbei. Wir kriegen noch mal eine ganz kurze Vorschau auf die nächste Folge. Genau, wie gesagt, da wird ja auch erwähnt von diesen neuen Gegner, dass er der Schüler von Gifu-sama ist. Ja. Ich glaube, es wird jetzt auch langsam, es wird auch jetzt wirklich langsam Zeit für die Final Form jetzt. Genau, ist aber noch nicht angekündigt worden. Also ich denke immer noch so für Folge 40 wird es wahrscheinlich sein. Kam bei der Hanna wurde auch nie offiziell angekündigt. Ja, gut, das stimmt. Okay. Da haben sich auch zurückgehalten. Das kam ja auch nur, weil irgendjemand einen Leak hatte von einem Bild vom Set. Ich weiß nicht, wie gesagt, Zero Two kam Folge 40. Wann kam die finale Form von Dings, von Saber? Ich glaube auch so um den Dreh. Ja, ich denke mal so Folge 40 wird es halt sein mit der finalen Revise-Form. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, eigentlich was noch, war Grandzio nicht auch so um den Dreh? Nee. Grandzio war 42. Ah, genau, war sehr spät, fand ich damals. Genau. Folge 41, 42, das waren die, 38, das waren die Demo-Folgen. 38 kam Cross Saber vor. Na gut. Ja, also wie gesagt, irgendwann innerhalb der nächsten vier Folgen, denke ich, kann man mit der finalen Revise-Form rechnen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Es ist nur schade, dass, also, ich meine, wenn wir diesen Gegner, der jetzt hier gerade Daichi weggehauen hat, gut, wenn die finale Form von Revise damit halten kann, und die besiegen kann, ist okay, aber nein, die Anorai, die können ja quasi gar nichts mehr machen, oder? Aber es ist doch bei fast allen, wenn die Superformen am Ende kommen. Ja, aber ich hoffe, die finden noch irgendwie einen Weg, hier die Anorai noch sinnvoll einzubringen, weil nicht, dass die dann komplett nutzlos sind. Ja. Die machen halt ein paar Gift, die machen halt hier diese Gifteria, jetzt können sie ja kaputt hauen. Ja, gut, das stimmt. Na ja, gut, auf jeden Fall gut zu wissen. Viele sind übrigens davon ausgegangen auch, dass Hanna ein Kamen Rider wird, weil in den Cast von der Folge da war ihr Suit Actor, also ihr Suit Actor als Queen Bee Deadman, der war nämlich wieder gelistet. Oh, okay, das ist auch super interessant. Ist tatsächlich eine Dame, die. Es ist tatsächlich ein weiblicher Suit Actor bei Hanna. Das ist ja auch das Detail. Die gibt es ja gar nicht so viel, wie ich bei Kamen Rider herausgefunden habe. Nee, das stimmt. Das glaube ich ist auch eher die Seltenheit. Selbst bei den Weib, ich habe ja selbst bei vielen der weiblichen Sentais sind das Männer. Das stimmt. Ich mir mal denke, die müssen ja dann, weil die sind ja schon weiblich angehaucht, auch vom Suit. Also da muss ja dann noch was dran sein, damit du immer noch das Gefühl hast, das ist eine Frau. Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Naja, ansonsten, ja, das war's dann von der Folge. Ich bin wirklich gespannt, wie es, was nächste Woche passiert. Mhm. Mit Gifu-samas Schüler. Ja,
Ansonsten, ich habe noch nicht mal was Interessantes aus, sonst haue ich ja sonst auch gerne noch irgendwas aus der Gerüchtebücher, aber Jörg, wir haben noch keine aktuelle Tiere wie Kuhn-Ausgabe, deswegen eher aktuell so mau. Ja, aber ich sag, in letzter Zeit standen auch nicht so viele interessante Infos drin. Es kommt eine SH-Figure-Art zu Arc Zero raus. Okay, das ist doch auch noch ganz und, nett. Die bringen jetzt nochmal Kamen Rider Zero 2 raus, aber in der ISO-Version. Ja, kann man auf jeden Fall auch gut finden. Ich glaube, da das, glaube ich, ist einfach nur ein bisschen schlanker designt. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ah ja, und aus irgendeinem unerdenklichen Grund kriegt der Don Momotaru kriegt ja hier eine Figure Art. Also es gibt jetzt, wie lange waren die Sentai Figure Arts tot? Doch mindestens 10 Jahre, oder? Nö, 10 Jahre glaube ich nicht. Also auf keinen Fall. Ich glaube, vor 10 Jahren hat es doch gerade erst mal richtig angefangen mit den Sentai Figure Arts, oder? Die ersten waren die SH Figure Arts, waren die allerersten von den Shinkenjan. Ach, wie gesagt, da hat auch nicht so viel Ahnung. Aber die kamen aber nicht zu dem Zeitpunkt raus, als als die Serie lief. Da war die schon durch. Also die kamen ja nicht ganz, aber die kamen 2011 raus. Also die Und die gab es da nicht. Es gibt ja auch kaum komplette Teams. Bis Gokaicha lief das auf jeden Fall. Gokaicha gibt es ja komplett. Ne, die GoBusters gab es noch. Das kam nach den GoBusters. Nach GoBusters, ich weiß es nicht. Die GoBusters. Kam danach die Q-Ranger? Ne, aber dann haben sie doch noch ein paar andere. Sie haben doch auch zum Beispiel mal die haben noch mal ein bisschen von den Deka-Rangern rausgebracht, wo es bis heute Deka-Break nicht gibt übrigens. Und Akiba-Ranger gab es ja auch eine Figure. Aber ich sagte so, mindestens 7-8 Jahre gab es keine Sentai-Figure, sondern bringen sie jetzt auch wirklich nur den Haupt. Dann nennen wir den roten Don-Brother und den Senkaija, sonst gibt es keine von denen. Ja, Wird schon okay sein. Als Sentai-Sammler hast du, was das angeht, irgendwie echt die Arschkarte. Da bist du tatsächlich bei der Lightning Collection besser aufgehoben. Also stimmt. Weil da kriegst du auch Effekte dabei. Ich meine, klar, sind nicht ganz so beweglich wie eine Figure Art, aber du hast Effekte dabei, du hast Extras dabei. Die sind bezahlbar. Davon hast du ja auch Figuren. Ja, genau. Deswegen, naja. Gut, warten wir nochmal, was Folge 37 uns bringt. Und dann war es das von dieser Woche mit dem Podcast, wa? Ja, so sieht's aus. Aber wir waren eine sehr schöne Folge, weil wir hatten Kampf bei der Aguilera jetzt. Und ich freue mich schon auf die erste Folge, wo Aguilera und Jan zusammenkämpfen dürfen. Vielleicht sogar direkt nächste Woche. Könnte vielleicht sein, dass es da passiert. Ich habe nur schon in einem Vorschaubild gesehen. Ich glaube, wir kriegen jetzt den Overdemon-Händchen, weil da gab es ein Bild vom Weekend-Jungen mit Hanna und Sakura zusammen, wo die sich alle drei verwandeln wollen. Okay. Also kriegen wir jetzt da seinen richtigen Händchen zu sehen? Ja. Wo ist Hikaru? So schwierig kann es doch gar nicht sein. Ja, na mal gucken. Übrigens, wo du das nochmal gesagt hast, wie gesagt, für Aguilera haben sie sich ja nochmal einen komplett neuen Suit ausgedacht. Genau, das war richtig cool. Ich hätte übrigens auch gedacht, na, nehmen sie einfach einen Jan-Suit und bauen den ein bisschen um. Das war meine erste Idee. Ich habe übrigens als Fan... Wäre auch naheliegend gewesen. Also ich, wie gesagt, gerade so, wenn so spät in der Serie irgendwelche Rider kommen, kommen es ja häufiger mal vor, dass es irgendwelche, ja, wie gesagt, Suits sind, die nicht mehr ganz so geil sind oder eben sagt, wo man irgendwie alles schon mal gesehen hat, aber war ja hier nicht der Fall, da war ich ja auch sehr überrascht. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Ding ist halt, obwohl bei Saber haben wir auch bis zum Schluss Rider gekriegt und wir haben alle auch noch einen eigenen Suit gekriegt. Ich habe mich jetzt gerade da nicht dran geblieben, wann kam der letzte Rider? Der letzte neue Rider. Ja, also wenn wir den Bösen nehmen, das war ja Storios. Was kam Storius nicht in den letzten 3-4 Folgen? Das war ein Kamen Rider?
Ja, der hieß sogar, ja, der hat doch hier dieses grüne Grimoire benutzt als Buch. Okay. Das war dieser Storius-Böse und dann hieß er auch Kamen Rider Storius. Ja gut, aber er war halt eben der Hauptbösewicht. Ne? Also wenn vielleicht da, da ist vielleicht nicht so gut gewesen, was irgendwie nur zusammengewürfelter Müll gewesen wäre. Genau, wo er noch am Ende sagt, the end of story. To end the world. Mhm. Ach ja. Ist das mal. Oh ja, aber weißt du, welche richtig schlimm war? Das war kam bei der Tassel aus diesem Stageplay. Ja, das sieht doch echt nicht gut aus. Da hätte ich auch sogar gezeigt, aus was die denen zusammengewürfelt haben. Ja, das stimmt. Oh Gott. Als ob irgendjemand kam bei der Tassel wollte. Ja gut, Leute, wir verfangen uns schon wieder. Wir wünschen euch was und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.